Sondern angenommen, Urotox möchte jetzt ganz schnell weg, dann machst du was? Dann mache ich. Das? Und das? Und tschüss. Ja! Joho! Oh mein Gott, wie Alter, cool! es funktioniert Wie einfach. cool! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und willkommen zu einer weiteren Folge Stone Attack zusammen mit Urotox. Hi. Hallo. Und einer Katze. Und einer ziemlich verrückten Idee, die aus einer anderen Idee resultiert. Und an dieser Stelle muss ich einmal Credits da lassen. Und zwar an einem YouTuber, den wir schon kennen, aus einer Konstruktion bei Craft Attack. Uro, erinnerst du dich noch an den Lag-Maschine-Detektor bei Craft Attack? Klar, ich habe Ja. alles gesehen. Und seitdem verfolge ich so ein bisschen To Know To Name. Und ich schaffe es jedes Mal, seinen Namen nicht richtig auszusprechen. Er macht ziemlich geile Sachen, vor allem Innovationen und irre Ideen. Und er hat einen Wireless CADstone Player Online Detector veröffentlicht und hat quasi hier ein Bild gebaut. Das habe ich mal hier nachgebaut, was etwas ziemlich Besonderes kann. Und wenn euch das gefällt, dann lasst bitte auf jeden Fall bei diesem Video ein Like da, denn er ist dafür verantwortlich, was wir machen. Und ich nehme die Idee, die er hat, und entwickle diese Idee weiter zu etwas Unglaublichem. Und Uro, wie werden wir das heute testen? So, schau mal her. Da ist eine Katze. Die Katze gehört Urotox. So. Und ich weiß nicht, Uro, kannst du diese Katze einmal zum Stehen bringen? Die hier? Ja. Ja. Und dann lock dich bitte einmal kurz aus und komm mal wieder. So. Okay. Uro lockt sich aus. Ihr seht, Katzen haben ein besonderes Verhalten in Minecraft. Sie setzen sich hin, wenn sich ein Spieler ausloggt. Und jetzt ist die Besonderheit, wenn, also sie bleiben dann auch sitzen. Nee, sie stehen dann sogar wieder auf. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Super, perfekt, ich höre dich auch. So, und sobald du dich einloggst, stehen die wieder auf. Also Katzen setzen sich hin, solange der Owner ausgeloggt ist. So, und dann haben Katzen noch eine Sache. Und zwar, wenn wir eine Kiste haben. Die Kiste hier kannst du öffnen, ne? Die Kiste kann ich öffnen, genau. Okay, und jetzt nehmen wir mal diese Katze hier mit. Das ist meine Katze. So, die bringen wir hier hin auf die Kiste. Öffne mal die Kiste. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr, genau. Und das Besondere ist, wenn wir jetzt einen Komparator nehmen, mit dem wir auslesen können, ob in der Kiste was drin ist, dann Abracadabra, siehst du, der Komparator ist jetzt auch aus, weil die Kiste nicht mehr geöffnet werden kann, ist er aus. Wenn ich die Katze jetzt hier runterboxe von der Kiste und ich update den Komparator, indem ich zum Beispiel hier was hinsetze, siehst du, ist der Komparator an und du kannst die Kiste wieder öffnen, okay? Ah, So, ja, und ihr siehst verstehe. quasi, ich kann also, wenn eine Ki Katze sich auf einer Kiste drauf befindet, das kontrollieren. Und jetzt gibt es eine besondere Mechanik. Und zwar, wenn sich dann noch ein Block auf der Kiste befindet, also an dieser Stelle irgendein Block, dann blockiert die Katze, wenn sie sitzt, wohl, na, es muss ein Block sein, kein Schild, es muss ein Block sein, wie zum Beispiel eine Trapdoor, blockiert die Katze die Kiste nur noch bedingt. Ja, und ihr seht zum Beispiel, ich kann diese Kiste jetzt gerade öffnen. So, und die Konstruktion, die jetzt sich dieser To Know To Name überlegt hat, ist die hier, Uru. Du siehst deine Katze hier. Du siehst hier zwei Observer, die machen ein bisschen Lärm. Ein Kolben, der die Katze die ganze Zeit rauf und runter pusht und die ganze Zeit quasi dazu zwingt, von der Kiste aufzustehen. So, aber du siehst quasi, dass der Observer auch deshalb die ganze Zeit hier an- und ausgeht. Der erste Komparator, das blinkt hier. Und durch den zweiten Komparator wird das einfach ja, dafür gesorgt, dass es nicht mehr blinkt, sondern dass es ein statisches Signal ist. Kann auch ein Repeater sein, okay? Und jetzt kommt das Besondere. Uro, log dich mal kurz aus und wieder ein. Piep. Uro ist ausgeloggt und ihr seht, der Redstone geht aus. Ja, und dieses Redstone zeigt jetzt an, ob Uro online ist oder offline ist. Sobald er sich einloggt, geht das Redstone wieder an. Wartet auf Urotox. Jeden Moment sollte er online kommen. Wir warten mal ein paar Sekunden. In der Zeit könnt ihr einen Daumen hoch geben. Da ist er! Und ihr seht, das Redstone ist angegangen. Uro, hey, du hörst mich wieder, ne? Ja, ich höre dich. Ja, perfekt. Mich auch. Und ich höre dich auch, bestens. Das heißt, ihr seht, Leute, wir haben hier eine Technik, die erkennen kann, ob ein Spieler online oder offline ist. Und ich habe jetzt folgende Idee, Uro. Wir bauen das Ding im Spawn-Chunk, bauen eine intelligente Redstone-Technik, die die Zeit misst, wie lange man offline ist. Und wenn man sich innerhalb von 15 Sekunden ausloggt und wieder einloggt, dann wird man teleportiert in der Stasis-Kammer. Remote Teleportation. Das heißt, egal wo du Dann bist, du kannst dich jederzeit teleportieren. Ist das geil? würde ich sagen, ab zum Spawn. Ja, ich werde das jetzt alles erstmal vorbereiten und wir sehen uns dann gleich wieder. Liebe Leute, kleiner kurzer Cut, ich bin gespannt. So, wir haben ein bisschen rumgerätselt mit Redstone hier und eine relativ einfache Schaltung gebaut. Zwei ganz, ganz einfache Komponenten. Wir haben hier eine Clock, das heißt quasi ein Zählwerk. Sobald ich jetzt diesen Repeater wegmache, seht ihr, das ist ein Kondensator. Der Strom wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und irgendwann geht dann dieser Verstärker aus.
Und das hier ist ein UND-Gate. Das heißt, wenn dieser Verstärker aus ist und diese Fackel aus ist, also wenn beide aus sind, dann siehst du, geht der Strom hier an. Sollte jetzt der Verstärker aus sein, aber diese Fackel an sein, geht die Fackel nicht an. So, das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann deaktiviert sich diese Schaltung. Wir testen das jetzt mal, Uhu. Das heißt, ich schmeiß die Anlage jetzt einmal an. Und lock dich mal ganz kurz bitte aus, warte 10 Sekunden, lock dich wieder ein. Wo lockt sich aus? Ne, das hat immer noch, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Da ist noch ein Denkfehler drin an dieser Stelle. Naja, Uhu, du kannst dich wieder einloggen. Ich habe noch einen wesentlichen Denkfehler gemacht. Und zwar, wir brauchen hier einen Impuls. Wenn du dich einloggst, soll es ja ein kurzes Signal geben, also ein kurzes Go-Signal, verstehst du? Also, ja, genau. Aber es soll nicht die ganze Zeit an sein. Perfekt. Es soll ja kein statisches Signal sein. Das heißt, wir müssen das mit einem Observer und einem Kolben lösen. Das heißt, wir setzen mal einen Kolben hier hin. So, und immer wenn sich jetzt Urotox einloggt, geht das ja raus. Okay, an dieser Stelle. So. Das heißt, ich mach das mal. Uah, das ist jetzt gerade vom Platz her nicht so geil mit dem Wasser. Wir bauen das einfach mal eben zu. So, und zwar. Die Technik brauche ich jetzt erstmal unschön. So, jedes Mal, wenn du dich einloggst, fährt dieser Kolben aus. Das kann ich mal simulieren. Ne? Der Kolben fährt aus. Dadurch gibt es hier ein kurzes Blinksignal. So, und das Blinksignal wird jetzt in diese Unschaltung reingehen. Das heißt, es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Und zwar, die Fackel muss einmal ausgehen. Und, machen den Kopf weg, diese Fackel muss aus sein. Dann ist diese Redstone-Leitung aus. Wenn diese Redstone-Leitung aus ist, geht diese Fackel an. So. Das heißt, solange eine dieser Fackeln an ist, würde dieses Redstone nicht angehen. Erst wenn wirklich beide Fackeln aus sind, die Leitung aus ist, dann geht da der Strom an. So, das heißt, solange der Timer noch nicht abgelaufen ist, geht das. Also ihr seht quasi, wenn ich jetzt den Block wegbaue, in der Theorie, ich baue ihn wieder hin, gibt es ein Blinksignal. Super. Und jetzt testen wir es nochmal. Uhu, kannst du dich nochmal ausloggen für 10 Sekunden? Ja, mache ich. Uhu loggt sich aus. Ihr seht, es passiert nichts. Er wartet jetzt 10 Sekunden. Und wenn er sich jetzt einloggt nach 10 Sekunden, dürfte das Signal nicht blinken. Also er wird nicht teleportiert. Du kannst dich einloggen. Du siehst, du wurdest teleportiert. Und ich weiß warum. weil der sich zu schnell aufgeladen hat. Also der hat sich so schnell aufgeladen, dass das einfach nicht hinterher kam. Ja, okay, aber dem muss man noch ein bisschen... Einfach Verstärker hier einbauen. So, dann probier das nochmal. Lock dich aus. So, warte 10 Sekunden und lock dich wieder ein. Okay, kannst dich dann einloggen. Und ihr seht, diesmal hat es nicht geblinkt. Wunderbar, passt. So, und jetzt mach mal ein Reconnect. Instant, also ausloggen und einloggen. Er loggt sich aus, er loggt sich ein und das Ding blinkt. So. Oh, es klappt. Das heißt, wir, wir haben gerade eine Redstone-Fernsteuerung gebaut über Ausloggen. Wenn du dich länger ausloggst, passiert nichts. Das heißt, wenn du dich quasi ganz normal auf dem Server einloggst, passiert nichts. Aber wenn du ein Reconnect machst, dann aktiviert sich hier diese Redstone-Schaltung. So. Junge, jetzt ist so cool. Ja, und jetzt kommt's nämlich, Leute. Und jetzt müssen wir nur noch eine Stasiskammer bauen und dann wirst du teleportiert. Ich würde sagen, das testen wir auch einmal just for fun aus, um zu gucken, ob die Technik soweit funktioniert. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, würde ich auch sagen. So, um das Ganze zu testen, haben wir jetzt mal hier so eine Stasiskammer gebaut. Die Funktion ist denkbar simpel. 10 Blöcke Wasser nach unten, unten ein Soul Sand. Uhu, du stellst dich hier oben einmal hin und schießt gerade eine Enderperle da rein. Okay, halt, ich nehme mal Photon aus der Hand. So. Wups, so. Und einen Schritt zurücktreten. So, die Enderperle sollte jetzt hier so rumdümpeln. Die TPS sind nicht gut auf dem Server, sehe ich gerade. Ja, das sind nicht so super klasse. Aber du siehst, die dümpelt da rum. Sobald die Falltür sich schließt, wirst du teleportiert. Und jetzt gehen wir mal mit. Man muss fairerweise sagen, ich habe meinen Cam-Account jetzt hier positioniert, denn die Chunks müssen geladen sein. Sonst würde diese Technik nicht funktionieren. Sprich, ihr könnt diese Technik nur am Spawn bauen, am World Spawn. Aber ich meine, wir hatten gerade so eine brillante Idee für Craft Attack. Ich will ja ein Craft Attack 10 Teleport-Netzwerk bauen. Und es wird eine Zentrale geben, von wo aus man sich mit der Technik, die wir bereits kennen aus Craft Attack, überall hin teleportieren kann. Und ich habe einfach überlegt, man wird einfach zu der Zentrale teleportiert. Die wird ja eh am Spawn sein. Also easy peasy. Man kann sich quasi teleportieren und dann weiter teleportieren. Ich sag's dir. So. Are you ready, Urotox? Ich bin ready. Da machen wir erst den Versuch. Also wir gucken jetzt auch nicht hin. Du lockst dich einmal aus, wartest 10 Sekunden, kommst wieder. Warte vielleicht ein bisschen länger, weil die TPS gerade sehr schlecht sind. Warte vielleicht so 20 Sekunden. Das ist das Problem jetzt. Es sind keine echten 10 Sekunden. Man könnte das mit der Lama-Technik verbinden. Spawn, glaub kein Wandering Trader, oder? Ja, nicht hier, aber später, für Craft Attack. Achso, ja, in Craft Attack auf jeden Fall. Spawn Attack ist das Vorcraft. Wir warten noch einen kleinen Moment besser, nicht dass Server Performance so. Und ich würde sagen, jetzt kannst du dich einloggen, ohne dass was passiert. Hallo Uhu, du bist da? Hallo, ja. Alles cool. So, und angenommen, Urotox möchte jetzt ganz schnell weg, dann machst du was? Dann mache ich. Das? Und das? Und?
Tschüss. Ja! Oh mein Gott, wie cool! Es funktioniert einfach. Teleport on demand. Ihr könnt jederzeit euch teleportieren. Ihr habt eine Fernsteuerung für Teleports, Leute. So cool. Redstone-Schaltung, Fernsteuer. Das, du könntest so auch einen Fernzünder bauen, ja? Das heißt, du könntest quasi mit einem leeren Inventar jederzeit eine Sprengung auslösen oder sonstige Sachen. Holy. Das ist insane. Leute, es tut sich einiges und wir befinden uns jetzt hier leider ohne Urutox. Der musste gerade gehen und richtet aber schöne Grüße an euch aus. Bei der Tür, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt oder gesehen werden habt, denn während ich diese Folge aufnehme, haben wir nochmal zwischenzeitlich diese Tür fertiggestellt. Dafür gibt es auch eine Folge. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich sie hochlade, ob jetzt erst die Folge mit der Tür kommt oder erst diese Folge kommt. Also je nachdem, wisst ihr schon, was hier abgeht oder wisst noch nicht, was hier abgeht. So, aber Idee ist jetzt folgende. Hier sollen die Kammern entstehen. Die Kammern sind immer zwei Blöcke voneinander entfernt. Das heißt, jede Kammer ist genau drei Blöcke breit und hat eine Eisentür hier. Die Eisentür einfach aus dem Grund, dass nicht irgendein Trollolol da reingeht in die Kammer und hier eine Kugel reinmacht oder so. Ne? Deshalb müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass man vielleicht eine Ender-Chest hier oben noch reinstellt, dass man immer eine Enderperle sich auch holen kann aus einer Ender-Chest, wenn man hier teleportiert worden ist. So. Und dann kann man natürlich rausgehen. Uns ist noch was eingefallen. Natürlich kann man diesen Reconnect jederzeit machen. Natürlich, wenn man gestorben ist, ist natürlich PPL. Weil wenn man stirbt in Minecraft, verschwindet die Enderperle. Deshalb sollte man, wenn das System einmal läuft, nicht mehr sterben. Sprich, es ist eher ein System, was man im Late-Gameplay nutzen sollte. Und nicht zu Anfang des Games, wenn man noch häufiger stirbt. Weil, wenn man stirbt, nutzt das System nicht mehr, weil weg ist. Und es geht natürlich auch nicht interdimensional. Sprich, ist man in der Hölle oder im End und in einer anderen Dimension, kann man sich damit nicht teleportieren. Na? So, was wir jetzt gebaut haben, sind die Kammern nebeneinander. Und ihr habt vielleicht auch schon noch einen Nachteil gemerkt, das Ding ist ganz schön laut, weil der Kolben die ganze Zeit rauf und runter geht. Deshalb müssen wir die Technik etwas weiter wegbauen, damit es halt nicht nervt. So, und dafür habe ich da ein Loch gegraben und habe hier Trick Nummer 17,417 der Redstone-Logie. Wenn du Redstone nach oben leiten möchtest, schnell und easy, mach es mit Treppenstufen. Das funktioniert. Da kann man einfach hier unten einmal eine Fackel hinmachen. Ihr seht, zack, diese ganze Leitung geht bis nach oben an. Ist halt so und würde jetzt die Tür da oben, also die Trapdoor triggern, die dann die Stasiskammer triggert. Ich habe jetzt leider nur drei Blöcke Platz und das ist ja das Gemeine an der ganzen Geschichte. Nein, Quatsch. Ich habe zwei Blöcke Platz, jetzt diese Technik zu bauen. Diese Technik, die quasi aus der Maschine rauskommt und abliest, ob man sich innerhalb von 10 Sekunden reconnected hat. Das muss ich jetzt bauen, das ist eine kleine Quest hier. Ich versuch's mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, es ist tatsächlich gelungen, diese Technik hier auf sehr kleinem Raum zu bauen. Das heißt, die Technik, die wir vorhin gesehen haben, ist jetzt hier einfach nochmal komprimiert. Und sie funktioniert. Diese Fackel steht jetzt dafür, dass ich gerade auf dem Server bin. Wenn die Fackel weggenommen wird, bin ich offline. Und ihr müsst jetzt auf dieses Redstone hier gucken. So, immer wenn dieses Redstone ausgeht, werde ich teleportiert. Das ist nämlich noch schneller als die Technik. Also, die Technik ist auch schneller als gerade. Wenn die Redstone ausgeht, werde ich sofort teleportiert. Jetzt pass auf. Wenn ich mich einlogge auf dem Server, geht das Redstone nicht aus. Wenn ich mich auslogge und unmittelbar danach einlogge, seht ihr, das Redstone hat geblinkt. Habt ihr es gesehen oder ging es zu schnell für euch? Achtet nochmal. Bup, bup. Ihr habt gesehen, es blinkt. Wenn ich mich auslogge und länger als 2, 3, 4, 5 Sekunden warte, um mich anstand anzuloggen, seht ihr, geht das Redstone nicht aus. Das heißt, der Counter, sagen wir, ist bei 7 Sekunden. Wenn ich 7 Sekunden warte, dann, seht ihr, geht das Redstone aus und alles funktioniert. Jetzt bauen wir nur noch diese Technik, holen unsere Katze hier runter und dann bin ich gespannt auf den ersten Test. Es ist soweit, wir sind fertig, Leute. Darf ich euch meine Katze vorstellen? Das ist Schnurzi von Miauz. Sie ist Gräfin, deshalb hat sie diesen Adelstitel. So, Schnurzi, du kommst mal bitte mit, denn ich brauche deine Hilfe. Du musst für mich diese Technik bedienen. Das ist die Aufgabe dieser Katze. Komm mal mit nach unten. Wir gehen jetzt nach unten in den Technikraum. Ich habe auch schon alles dabei, was wir brauchen. Schnurzi von Miauz muss natürlich auch nochmal eben dazukommen. Kommst du mit dem her? Komm hier. Komm mal zu Josef. Komm her. Komm her. Komm her. So, wir müssen dafür... Oh mein Gott, die TPS vom Server sind gerade am Rauchen. Ohne Ende. 14 TPS. Läuft. Aber guck mal. Es ist eine intelligente Katze. Die Schnurzi, die wusste sofort, was zu tun ist. Wir müssen jetzt in die Kiste einmal hier einen Redstone legen. So, das hat geklappt. Und wir müssen einmal dafür sorgen, dass das Minecart ungefähr auf der Hälfte steht. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob ich die Katze einmal hinsetzen muss oder ob sie aufstehen muss. Ich glaube, sie muss stehen, damit das funktioniert. Lasst mich lügen. Ich bin gerade nicht zu 100% sicher, ob sie stehen muss oder sitzen muss.
So, und das Minecart sollte sich jetzt genau in der Mitte befinden von dieser Apparatur, damit das funktioniert. Ich habe auch noch nicht zu 100% verstanden, wie genau das ist und wann das passiert. Deshalb versuche ich jetzt mal eben, das zu reproduzieren. So, es steht jetzt in der Mitte, berührt alle Blöcke, das geht zu. Schnutzi, viel Spaß beim Hoppe-Hoppe-Reiter-Spielen. So, Schnutzi spielt jetzt Hoppe-Hoppe-Reiter mit uns und wir können ja mal kurz gucken, ob die Technik funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir das rauskriegen. Ja, natürlich, wir kriegen das raus. Und wie wir das rauskriegen? Und zwar mit dem Camel-Count. So, ich stelle dir mal hier hin und wir machen mal Lockout. Ja, ihr seht, das hat geklappt. Redstone ist ausgegangen und wir machen Login und Redstone geht an. Puff, sehr schön. Ja, geil, es funktioniert. Easy, easy flex. So, ihr seht, hier sind 4 Stones drin. Wenn ich mich jetzt auslogge und ich warte 5-6 Sekunden, einen Moment. Ja gut, jetzt gerade die TPS sind down, das könnte natürlich sein, dass es länger dauert. Jetzt die Zeit verdoppelt sich ja. Wenn das Spiel nicht auf 20, sondern auf 10 TPS läuft, sind es ja doppelt so viele Sekunden, die man warten muss. So, wir gehen rein und es passiert nichts. Wir haben immer noch 4 Steins hier drin. Aber wenn ich jetzt einen Relog mache, aus und wieder einloggen, das ist ein Relog. Ihr habt schon klicken gehört, bam. Die Technik hat halt instant reagiert, aber sowas von instant. Schnurzi, du machst deine Arbeit super, ja? Du bist eine klasse Katze, ich hoffe, es macht dir Spaß, die letzten Jahre von Stone Attack hier unten Hoppe-Hoppe-Reiter zu spielen. Alter, es ist... Diese Technik, Leute, ist einfach das Genialste, was je erfunden worden ist. Das kann ich anders nicht sagen. So, und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg nach oben. Und eigentlich brauche ich jetzt nur noch... Das ist schon... Die Stasiskammer ist eingerichtet. Ist sie schon eingerichtet? Ja, doch. Das Ding ist schon fertig, ne? Da, das Wasser steht, die Bubbles stehen. Ich brauche noch ein paar Items und da können wir es testen. Darf ich euch beiden mal etwas richtig Geiles zeigen? Das hier ist pure Ästhetik, oder? Ja. Stegi, was ist das hier? Das... Wirst du bestimmt rausrufen. Pass auf, ich muss mal, geh mal zur Seite eben. Ich mach mal das hier. Enderpearl Chamber. Ja, das ist der Enderpearl Chamber, ne? Sehr geil, oder? So, relativ einfach, ne? Nichts Besonderes. Der zaubert sich jetzt gleich weg. Der zaubert sich in 30 Sekunden weg. Nee, also ich mach mal meinen Cam-Account runter. So, pass auf. Kein Fake, kein gar nichts. Das Ding ist, ich hab's jetzt auch noch nicht getestet. Das wird das erste Mal sein, dass ich's teste. Das Ding ist, das ist eine Remote-Controlled Stasis Chamber. Das heißt, eine Stasis Chamber, die ich von überall aus der Minecraft-Welt remote controllen kann. Und zwar, indem ich mich relogge. Das heißt, die erkennt quasi, ob ich mich relogge. Wenn ich aber länger als 5 Sekunden brauche, passiert nichts. Und ich teste es jetzt einfach mal aus. Achtung, 3, 2, 1. Sweet, was? Oh, crazy. Das heißt, ich kann jederzeit mich teleportieren, wenn ich will. Und zwar... Eigentlich immediately. Einfach nur ein Relog. Wenn ich mich länger als 5 Sekunden auslogge... Gesagt, also das ist echt krass. Ich dachte immer, dass wenn man sich ausloggt, dass die Enderperle leider nicht mehr auf einen Wieso denken das alle? Heiko hat das auch gedacht. Nein, die Enderperle bleibt auf dich. Ich höre nicht. Kann es sein, dass du wegen Relog wir dich nicht mehr hören? Ja, das stimmt. Okay, dann testen wir den zweiten Fall aus. Jetzt möchte ich mich einloggen, aber ich möchte nicht teleportiert werden. Deshalb warte ich 5, 6 Sekunden und logge mich jetzt ein. Ist er jetzt. Da ist er wieder. So. Und jetzt ging es doch schon nicht. Hört ihr mich wieder? Weil er nicht, nee, wir müssen uns relocken. Ja. Genau. Und ich wurde nicht teleportiert. Hört ihr mich wieder? Hallo, hallo? Ja. Okay. Ich höre dich. Ihr seht quasi, jetzt habe ich länger gewartet. Ich habe 5 Sekunden gewartet beim Relock und diesmal wurde ich nicht teleportiert. Das heißt, ich kann quasi kontrollieren, wann ich teleportiert werde. Das ist krass. Aber benötigst du dazu irgendeine Schaltung oder geht es automatisch? Nee, das muss natürlich mit einer Schaltung gehen. Der geheime Trick. Aber nicht weiter sagen, ist hier unten versteckt. Das ist es. Und was ist das? Das ist meine Katze, die Hoppe-Hoppe-Reiter spielt. Sebo, du musst hier runterkommen, wenn du sehen möchtest. Ja, sorry, ich hab mich gerade voll erschrocken, ey. Warum erschreckst du dich? Das ist keine Magie. Also, weil die Katze ihren Zustand ändert, wenn du nicht mehr auf dem Server bist. Genau, ich kann ja mal kurz mich ausloggen. Dann siehst du dieses Redstone hier, das hier quasi zeigt an, ob ich online bin oder offline bin. Ja. Ich mach das mal kurz. Gut, das sehen wir jetzt natürlich nicht, aber Stegi, ihr seht es. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt kann ich mich anloggen. Er nicht da ist und jetzt steht sie wieder auf. Das ist krass. Wow. Böse Technik, das ist wirklich cool. Das ist echt nice. Und der Rest ist hier quasi, die ist eine Technik, die quasi erkennt, ob ich mich relogge oder ob ich quasi, ne, ob ich geteleportiert werden möchte oder nicht.
Das heißt, wer von uns ist schneller oben? Ich bin's. Okay. Nett, okay. Oder? Ja, ist nicht schlecht. Oha, aber Leute, wenn ihr denkt, das war schon alles, nein, da ist nämlich noch mehr. But wait, there's more. Denn ich habe gerade überlegt, ich möchte ja, dass sich die Tür auch noch öffnet, wenn man teleportiert wird. Das heißt, alles, was ich machen muss, ist einmal mich zu räuspern, einmal Stormbreak zu machen, hier einen Stormbreak hinsetzen, daran eine Fackel zu machen. Diese Fackel blinkt einmal, wenn ein Spieler teleportiert wird, was bedeutet, dass auf dieser Redstone-Leitung Strom ist. Später natürlich auch, ihr werdet es vielleicht gesehen haben, wenn ihr euch ein bisschen mit Redstone auskennt, ich habe das modular gebaut. Sprich, dass wir dieses Ding einfach nebeneinander kopieren können. Und jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass das geblinkte Redstone-Signal auch schön brav zu unserer Tür findet. Also eine Redstone-Leitung, die ziehe ich mal eben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist ein Redstone-Kabel. Das Redstone-Kabel ist jetzt hier angeschlossen an diese Sache, geht jetzt hier entlang. Dann habe ich hier einen großen Kondensator gebaut, also einen etwas größeren Stromspeicher, damit die Tür einen Moment offen bleibt, nachdem ich teleportiert worden bin. So, und wir machen mal kurz den Test. Ich teleportiere mich und die Tür müsste sich öffnen. Quasi während ich mich teleportiere. Da öffnet sich die Tür gerade. Ich kann jetzt ganz entspannt meine Dings hier erneuern, so. Und ihr seht, die Tür bleibt einen kleinen Moment offen. Ah, einen sehr kleinen, kurzen Moment, finde ich aber. Könnte ein bisschen länger offen bleiben. Ja doch, ein kleines bisschen länger darf sie offen bleiben, die Tür. Ich finde es dann doch dacken zu jutz gewesen. Wobei, dafür bräuchte ich halt einen Komparator, noch einen weiteren. Ich bin faul, ich habe keinen Bock, einen weiteren Komparator zu... Oder wir bauen diesen einen ganz schlau ein. Ich meine, wir sind ja schlau. Warum sollten wir nicht schlaue Sachen machen, wenn wir schlau sind? Also einfach so zu tun, dass wir schlau sind. Für den Flex und für die Quote. Machen wir es einfach mal so. Und ja, Katze, ich habe dich gehört. So. Tack, tack, tack. Ah. I see. Und so. Okay, jetzt bleibt sie länger offen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hat hier nicht richtig geklappt. Jetzt bleibt die Tür länger offen. So. Damit ist alles geschafft, Leute. Und ich mache mich nochmal ganz kurz auf den Weg zu Fabo, um mir dort ein paar, oh, diese Villager, ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, Enderperlen zu kaufen. Sehr schön. Ja, ein paar sollten wir haben und eine Kiste. So, und jetzt laufen wir zurück. Ha, nein, wir teleportieren uns zurück. Ta-da-da! Es ist herrlich. Ne, quasi noch im Login bin ich hier. Und die Idee ist quasi, dass ich jetzt einfach hier mal eine Kiste hintun kann, in denen die Enderperlen drin sind. Achso, unsere Tür ist, by the way, gerade offen gegangen. Habt ihr es gehört? Ja, ich kann die Kiste noch per Hand in Ruhe abbauen. Jetzt geht die Tür zu. Reicht aber total aus, dass hier ein paar Enderperlen drin sind. Ich könnte theoretisch... Let's go crazy! Leute, auf der Skala von 1 bis ja, was kann man Verrücktes noch machen? Nun, ich habe eine Idee. Und zwar brauchen wir dafür Cobblestone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reichen. Wenn ich 8 bekomme, 6 habe ich nur. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Da ist der Rest. Stegi. Ich glaube, Stegi ist so ein bisschen mad auf das Ding, oder? Ist schon cool. Es ist eine geile Technik. Also ich kenne selten so eine geile Technik. Also sagt ihr mir mal, ob es jemand gibt, der so eine geile Technik hat. Das ist schon die beste Technik von allen. Jetzt ist die Frage. Okay, wir würden die am besten... Ja, am besten so einbauen, damit die privat ist, damit niemand anderes dran gehen kann. Das heißt, hier bauen wir das Ding rein. Natürlich kommen jetzt hier unsere Enderperlen rein. Klar, wie Klausbrühe. Und das Ding muss halt noch angeschlossen werden. Das heißt, hier machen wir jetzt Trick Nummer 17. So, so. Und das war's ja schon, ne? So. Ja, stopp. Ach ja, klar, der geht ja eh an. Natürlich, wir brauchen gar nicht anzuschließen. Der geht ja eh an. Natürlich geht der an. Wir müssen gar nichts machen. Der geht ja einfach an. So, easy. Und hier müssen einfach genug Enderperlen drin sein. Fertig. Jetzt wird automatisch immer eine Enderperle dispensed, wenn ich sie brauche. Ha! So, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Teleporter-System ist fertig. Ich möchte mich teleportieren. Ja, kein Problem. Ich teleportiere mich einfach. Ich werde gedroppt. Kriege sofort eine neue Enderperle. Werf die hier rein. Und bin am Spawn. Na? Hat mich irgendjemand gerufen? Haha. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut. Bis bald. Und ciao. Leute, liken, wenn es wollt.